Es ist noch lange nicht alles gesagt zum WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft. Bisschen Analyse muss schon noch sein, oder? Tatjana, vollkommen richtig, denn jetzt müssen wir in die Zukunft schauen. Unser WM-Experte Axel Kruse natürlich jetzt auch weiterhin schockiert über das, was er gestern gesehen hat. Mission Titelverteidigung gescheitert. Keine 5 Sterne. Ja, das wäre eh noch ein weiter Weg gewesen, aber dass wir in der Vorrunde ausscheiden und mit so einem Spiel wie gegen Südkorea, das hätte, glaube ich, keiner für möglich gehalten. Was sind die Gründe dafür, Axel? Ich sage ja immer so schön, Fußball ist wie so ein Puzzlespiel. Wenn da ein paar Teile fehlen, dann kannst du das Bild nicht erkennen. Und das war, glaube ich, jetzt so in Russland. Wir waren körperlich nicht in der Lage, sagen wir mal, das Spiel gegen Südkorea zu gewinnen, auch gegen Mexiko schon nicht. Geistig waren wir auch nicht frisch. Ich glaube, die Kaderzusammenstellung muss man vielleicht auch im Nachhinein drüber diskutieren. Also viele einzelne Teile haben dazu beigetragen, dass wir jetzt leider nach Hause fahren. Und deshalb wollen wir mal einen Blick auf die Spieler werfen, die auch gestern auf dem Platz gestanden sind. Und Axel, du hast ja selbst diesen Vorschlag gemacht. Wir wollen uns mal 3 rausnehmen. Khedira, Müller, Özil. Vor allem Thomas Müller zeigt doch eigentlich das Desaster der deutschen Fußballnationalmannschaft im Moment. Ja, sie sind alle 3 im Prinzip bezeichnend für dieses Ausscheiden jetzt. Also bei Thomas Müller muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde ihn auch nicht in die Pfanne hauen, weil er unser WM-Spieler 2010 überragend, 2014 überragend. Er ist immer ein positiver Typ. Aber daran sieht man eigentlich, wie wichtig, sagen wir mal, Selbstvertrauen ist. Er hat ja gespielt, gestern wurde eingewechselt. Er hat gestern nur 20 Ballkontakte gehabt. Ja, aber die waren dann auch noch weg, da war der Ball auch noch weg. Also ich habe selten einen Spieler seiner Klasse gesehen, der so unterirdisch spielt. Aber ist er überhaupt noch für die Nationalmannschaft prädestiniert? Er hat ja diesen Bonus immer, du hast es eben gesagt, ein großartiger Spieler, 2010, 2014. Ja, aber er ist jetzt 28, steht ja da 28 Jahre. Also er muss sich natürlich hinterfragen, warum seine Form nicht da war, warum er auch wie bei allen anderen Spielern die körperliche Fitness nicht da war. Also da gibt es viele Fragen, die man jetzt im Nachhinein beantworten muss. Und dann, wie gesagt, geht es auf ein neues. Schauen wir auf die Personalie Mesut Özil. Also wir hatten ja die Affäre, die es vor der WM gegeben hat mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Und du hast immer wieder Özil verteidigt. Und auch der DFB hat es gemacht. Aber ist natürlich auch ein Puzzleteil. Du hast es gerade gesagt, die Affäre Erdogan mit Özil und Gündogan. So, da hat man natürlich gedacht beim DFB, okay, das ist, können wir ganz leicht wegdrücken. Konnte man aber nicht. Also die Öffentlichkeit war da schon sehr, sehr erbost. Und der ganze Umgang mit dieser Affäre, nenne ich sie jetzt mal, war sehr, sehr unglücklich vom DFB. Und dann, er ist sowieso schon immer in der Kritik bei den Fans, weil er natürlich auch so eine aufreizende Spielweise hat. Und wenn er dann seine Leistung nicht bringt, naja, dann gehen alle auf ihn los. Aber nochmal, Özil jetzt allein als Schuldigender auszumachen, ist ein bisschen billig. Ich finde einfach, wie gesagt, gerade alle Weltmeister, ob das Mats Hummels ist, Khedira, Müller, Özil, alle haben versagt. Auch Toni Kroos noch mit ein bisschen Abstand. Und Özil als Alleinschuldigen hinzustellen, finde ich nicht fair. Der Kapitän Manuel Neuer hat sogar davon gesprochen, es war erbärmlich, der Auftritt. Tja, die Fußball-WM ist vorbei, aber war dennoch, er auch. Wir beide haben noch viel zu besprechen. Tatjana, für also den DFB. Ich würde gerne Lanze für Mats Hummels brechen wollen. Also gestern fand ich den noch mit am besten. Ja, aber reicht denn alleine nicht? Ja, also, klar. Einer allein reicht übrigens, es nicht, ein Punkt ist noch ganz, ganz wichtig. Mats Hummels hat ja so ein bisschen kritisiert, er wurde alleine gelassen. Gestern beim Interview hat man gemerkt, ich glaube, dafür hat er einen rübergekriegt. Also innerhalb der Mannschaft, glaube ich, hat das auch nicht so gestimmt, wie es nach außen aussah.